Und damit ein herzliches Hallöchen und willkommen zu 5 nach 5. Und heute tatsächlich mit 5 Leutchen. Unglaublich aber wahr. Der Hippo, der Matze, der Xar und der Sunny sind am Start. Grüß euch. Guten Abend. Servus. Hallo. Jo, moin. Und die meisten werden es schon erkannt haben. Das hier ist natürlich Widget, das sehr nette, lustige Versteck-mich-Spiel. Aus dem Hause der Dalek kommt das seit neuestem quasi und eigentlich längst überfällig. Tausendmal in den Kommentaren gestanden, spielt das doch mal, macht das doch mal. Und jetzt machen wir es. Wir werden gleich in die Rolle von Hexen schlüpfen, die sich verstecken müssen und Jäger, die eben selbige Hexen dann suchen, fangen, vernichten müssen. Und ich würde sagen, ich erstelle mal ein Spielchen. Man kann da sozusagen Server erstellen hier. Wir machen zufällige Karte. Passwort ist drin. Wir haben den Spielmodus Mobification. Dabei werden dann diejenigen, die gefangen werden, also die Hexen, die gefangen werden, werden dann auch zu Jägern. Ja? Ihr könnt dann jetzt, Moment. Achso, soll ich da mal verbündete Hexenanzeigen ausmachen? Nein, das ist lustiger, wenn man die sieht. Ich denke auch, ne? Dann kann man gemeinsame Sachen machen. Und dann ist man auch gezwungen, ja, wenn halt schon ein neuer Jäger kommt, dass man sich dann halt wegbewegt. Ja. Okay. Ja. Wiederstellen. Kann man dann als Hexe dem Jäger auch eins überbraten und ihn in eine Hexe verwandeln? Es gibt später einen Skill, das ist ein Pilz. Damit kannst du dem Jäger ganz schön einen einschenken. Den hast du aber noch nicht am Anfang. Also ich werde nochmal Hexe machen. Mit Z oder mit S, das Pilz? Oh, ein gutes, oh, Junge. Pilz, der du einschenken kannst. Ja, ich verstehe schon. Ja, ja. Ich wollte nur mal fragen. Sicher, sicher. Wer macht denn den Jäger? Und machen wir ein oder zwei Jäger? Also ich sag mal jetzt, ich würde sagen, einer reicht. Weil jetzt werden ja die Gejagten, also wir hatten das eben im Test, hatten wir gemacht, ja. Aber jetzt werden ja die Gejagten, also die Gefundenen, auch zu Jägern, oder? Sollte es so sein. Stimmt, ja. Also von daher würde ich sagen, ein Jäger. Dann opfere ich mich mal. Du jagst? Okay. Ja, ich kann ja nur verlieren wieder bei der Geschichte hier. Immer doch, so. Dann mache ich mal bereit und schauen wir mal Ziel, an, das heißt, wo wir... Sunny. Ey. Oh, wo sind wir denn hier? Jetzt können wir schon mal durch die Karte flitzen und schon mal geeignete Orte aussuchen. Oh, ich habe schon einen Ort. Wo starten wir denn da, wo wir... Oh, los geht's. So, die Noobs haben jetzt 30 Sekunden Zeit, sich zu verstecken. Und dann werde ich sie finden. Ja, nein. Doch. Wie lange habe ich noch? Ach du Gott. Schneller aufladen, Mana aufladen. Obwohl, das ist vielleicht... Das ist auch fies, wenn man eine Treppe hoch will und kann nicht mehr fliegen als Hexe. Oh. Auflad auf. Boah, das dauert ganz schön lange. Los geht's. Oh Gott, hast du ein Assi-Versteck wieder. Ja, ja, schon so ein wenig. Warte, ruhig sein jetzt, ja? Matze kommt. Matze kommt. Warum müssen wir denn ruhig sein? Der Matze. Ach, hier komme ich ja gar nicht hin. Nicht von hier. Meinst du, der findet uns? Nein, ich glaube nicht. Man kann auch so Gegenstände fallen lassen als. Nochmal piep. Piep. Alter. Matze, hast du das gehört? Ich krieg euch. Ich hör doch da was fliegen. Nein. Gar nicht. Das bildest du dir nur ein. Da fliegt da der Käse. Roms. Nummer 1 erledigt. Oh oh. Luxa, du darfst mir helfen jetzt. Ja, ja, mach ich. Wir sind jetzt Freunde, auch wenn dir das nicht passt. Na? Ruck, ducke, dumm. Das war knapp. Also, Uni, du siehst echt gut aus.
auch. Ich finde mich hübsch. Wer bist ich? Nein. Verwandle dich in einen anderen Gegenstand, schnell. Ja, das ist eine gute Idee. Kann ich mich in Xar verwandeln? Ja, kannst du. Ja, Spül war jetzt nicht die beste Idee. Alleine geht die Hexe. Mist. War wohl nix mit deinem gigantischen Plan. Ja, offensichtlich nicht. So. Und irgendwann entwickelt man auch ein bisschen Gespür dafür, wo Gegenstände liegen, die da nicht hingehören, gell? Nein! Lass das! Ja, da ist er doch! Warte! Habt ihr ihn? Ja, sicher, warte. Hier, der Stuhl, der hier rumoxidiert. Da kommt er! Hast du ihn? Hab ich mir die Kartoffel an die Fresse. So, fehlt noch einer, ne? Ja. Also, es gibt auch einen Weg hier irgendwie aufs Dach. Ja, hier ist ein Portal. Wo ist er? Weiß ich nicht. Zuletzt? Setz mal ein lustiges Bild. Ja. Ich denke, der hat. Das Huhn ist einfach nur geil. Ihr müsst mehr mit den Hühnern rumwerfen. Ja, ich weiß, aber das ist ja auch nicht immer fällig, das Ding. Irgendwo ist der Sack. Das gibt's ja wohl nicht. Zeit ist knapp, ne? Naja. Namt. Da? Mein Huhn hat was gefunden. Oh, wo? Da, ich hab ihn. Nein! Was mache? Ich hab mich so schön weiterbewegt. So ein Buch hier im Regal oder sowas. So. Mann, ich Digger Typ 63 Schaden hier. Fantastisch. Sensationell. Perfekt. Ich muss mehr Lautstärke noch reinbringen wieder hier. Das ist ein bisschen leise, was ich hier eingestellt habe. So, was nehmen wir denn jetzt? Der Rosenfriedhof ist toll. Ruhende, nicht rosend. Entschuldigung. Ah, ja. Wer jagt diesmal? Immer der fragt, so. Ja. Na gut. Schade, Marmelade. Oh, ich hab schon Pilze, ich kann die euch mal vorführen. Nein! Ich hab auch schon den zweiten Bewegungsskill. Das heißt, wirf da kann ich aber jetzt noch einen. Wirf die Sporen eines giftigen Pilzes. Beim Aufprall der Spore wächst ein Pilz und drei Sporen spalten sich ab in der Nähe. In der Nähe drei weitere Pilze wachsen. Jeder Pilz deckt einen Bereich von 2,5 Meter und bleibt. Sobald ein Jäger auf einen Pilz tritt, wird dieser verbraucht und Verwirrung wird ausgelöst. Verwirrung das ist wie die Pilze bei Ark. Ach du Kacke. Der zweite Bewegungsskill ist nicht schlecht. Achso, verstecken. Oh, das ist aber nicht so einfach hier. Nee. Ach doch, das ist ganz okay. Was sagst du so in deinem jugendlichen Leichtsinn? Mama, was macht der Mann da? Das weiß der Mann selber nicht. Oh, scheiße, was? Jetzt schon? Ja. Oh. Bleib doch mal stehen! Gibt's denn irgendwas, womit man so einen Gegenstand stabilisieren kann? Nein. Oh. Ja, gut. Doch mit Shift, so ein bisschen zumindest. Ah! Scheiße! Ich möchte hier nicht mehr sein. Nein, jetzt kommt er auch noch genau in dem Augenblick. Ich glaube, ich spinne. Ach Gott, nein, meine Scheiße! Warte, Xan, nicht. Das ist, Aua. So. Wo musst du genau in dem Augenblick um die Ecke kommen, wo ich mich gerade einmal bewege? Das ist ja auch nicht zu fassen, ey. Ja, ich hab doch das getan. So, Xan, wir müssen das jetzt hier mal ein bisschen aufteilen. Wo bist du? Komm mal zu mir. Hier ist irgendwas. Hier hat mein Hühnchen angeschlagen. Das Hühnchen angeschlagen. Das bissige Hühnchen, Vorsicht. Hier wache ich, Bild vom Huhn. Hier unten, oder? Kann sein, ja. Oder? Ich habe auch was Schönes gefunden gerade. Oh, ein Hühnchen sagt ja nichts mehr. Au! Ich hab ihn getroffen, das ist der hier. Ah, Mist. Wo ist er hin?
Weiß ich nicht. Ist er nicht weiter? Hier schmeißt einer mit Pilzen rum. Also der muss ja irgendwo sein. Was ist er denn jetzt? Also hier ist glaube ich noch nichts. Ah doch, da kommt das. Da kommt was angeflogen. Ah! Boah, was? Hättest du dich mal nicht... Ja gut, hätte ich dich wahrscheinlich doch erwischt. Irgendwann. Ja, ich war da so in der Ecke und schon fast tot. So, ne? Da habe ich mir gedacht, jetzt... So. Woher hast du eine Idee, wo die anderen rumhängen? Nee, gar nicht. Okay. Habe ich ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. Ich war so damit beschäftigt, diese scheiß Lampe auszurichten, die nicht ausgeht. Ah, da ist der zweite Bewegungsskill einfach ideal für. Du kannst nämlich einfach Platz von irgendwas einnehmen. Hier unten ist eine Höhle. Wart ihr da schon drin? Nee. Ein Stück weit. Hätte ich doch mal diese Höhle hier aus. Ja, das ist klasse. Oh Gott, ist das groß, diese Höhle hier unten. Na, wer bewegt sich denn da etwa? Ich hab was gehört. Okay, nicht. Fuck, fuck, fuck. Warte doch kurz. Ich hab dich doch fast. So. Oh. Sag doch was. Hab ich doch. Da bewegt sich was. Und ich finde das Fuck, fuck, fuck von Matze war auch ein gutes Indiz. Hat es mich etwa verraten? Nein. Nein, nie. Niemals. Auch ein Hühnchen? So, Matze, wie siehst du bei dir denn aus? Weißt du, wo der Uni ist? Nee, noch nicht. Irgendwie haben wir es bei dem Spiel zuletzt mit Hühnchen ganz gewaltig, ne? Ja, irgendwie okay. Wohl, komischerweise. Also bei 5 nach 5, meine ich. Ja, das stimmt. Bäh. Boah, also okay, wenn man die Karte mit dieser Höhle da unten kennt, dann hat man natürlich noch unendliche Möglichkeiten zu verstecken. Was ist denn das hier? Wo ist das denn her? Wie geschehen Dinge. Wo ist das Uni? Weggerannt. Na gut, wenn das Hunet-Alarm schlägt, dann... Verdammt, los, findet den Sack! Ja, ich bin ja dabei. Also hier oben in der Kapelle ist auch nicht drin. Ja, da wo du vorhin warst, Koya, legt das Huhn auch nirgendwo an. Oh, hier schlägt's an. Hier, bei mir. Irgendwo ist er hier, der Sack. Das kann aber auch immer drüber oder drunter heißen, gell? Mir schlägt da kein Huhn an. Doch, ich hab's gerade noch angeschlagen, hundertprozentig. Aber dann mehr in die Richtung als... Es schlägt doch hier an, da! Geh mal im Keller gucken. Siehst du's hier? Ja, okay. Mach doch Theater, aber wo? Hier ist doch nix. Scheiße. Ja, im Keller kann natürlich sein, ne? So, ja. Uni, wo warst wo du? Wo warst du? Ihr seid so zigmal an mir vorbeigelaufen. Ich hing an der Wand als Lampe. Scheiße. Man kann hängen? Man kann hängen als Lampe? Du kannst mit dem zweiten Bewegungsskill den Platz eines Props einnehmen. Heißt, wenn deine Lampe hängt und du drückst den Bewegungsskill, nimmst du den Platz ein. Boah, der cheatet! Das ist ja fies, das ist ja immer, das haben wir ja gar nicht. Das ist ja cheaten! Achso, ich hab gar nicht abgestimmt. Ja, ich auch nicht. Mach ich mal Jäger. Da haben wir nicht lange Zeit für. So. Das war fies. Hab da voll die Skills beim... Ist das Besitzergreifen? Hab ich halt eben auch schon gesagt. Ja, ist genau das Besitzergreifen. Das ist halt einfach witzig. Ja, dann, dafür hat man aber keinen Besen, ne? Das ist natürlich auch so ein Ding. Ja, das stimmt, man kann dafür nicht, aber dafür, also, hätte ich das bei dieser Lampe vorhin gehabt. Weißt du, ich habe eine Lampe eingenommen, die putzelte natürlich runter vorher von dem Podest, wo sie drauf stand. Ich glaube, sie hätte die da wieder draufgestellt bekommen. Unglaublich. Ja, dafür ist halt ich glaube, Skill ideal. Man hört dich gerade gar nicht, Sunny. Oh, keine Zeit hier, los geht's, verstecken. Ich krieg euch, ich bin als Jäger ja noch total unerfahren, ich habe noch nicht einen entdeckt bisher. Durch welche Tür muss ich eigentlich raus? Die geht dann auf. Ach, die geht auf, die sind jetzt zugenagelt. Also nein, die geht nicht auf, die geht dann auf, wenn du gegenläufst. Okay, naja, schauen wir dann mal, ne? Ach so, ich muss ihn wieder aufpassen. Der Käse ist es, der Käse ist es! Pump. Ah.
Alle kommen liegen. Ach du Gott, hier geht's auch noch raus? Was ist das denn für eine Karte? Die ist fies. Es geht auf die Dächer, es geht überall hin. Die ist gut. Nö, nee, super ist die, fantastisch ist die. Ich find die gut. Ja, ja, ganz toll. Da haut er mal zu an. Ich muss weg. Ach, scheiße. Da fliegt was. Boah, fliegt was. Leiter war doof, ne? Leiter war so ein bisschen doof. Oh, Mann. Was macht der denn jetzt? Wo ist denn der hin? Wie, wo ist denn der hin? Weg ist er. Was soll das denn jetzt? Ich hab's halt drauf. Naja. Oder so. Ich hab's halt drauf. Alter, ja schon wieder. Oh Mann! Da. Sacksicht! Ich bin halt einfach irgendwie zu neugierig. Ich renn da immer hinterher, dem Jäger. Ach so, rennst hinterher? Nee, ich. Doch, ich halte mich da immer auf und sammle die Rauten. Okay. Boing. Also 3 Minuten können schon lang sein, ne? Ja, ja, ja. Ihr Schweine. Hühnchen macht nichts. Also ihr dürft euch mal so einen Kristall hier bei mir abladen. Bei ihm abladen. Ja, das ist ja. Hier war was, hier ist was, Matze. Oh, mir fliegt eine Kerze. Ja, das ist verdächtig, wenn vorher eine Kerze fliegt. Ja. Ja, aber wo ist die hin? Die ist in die Wand gemorpht irgendwie. War wahrscheinlich nur durch Zufall irgendwie hier hin und her eine Leiter zwischen zwei Dachgiebeln. Wie blöd hältst du mich? Satan, den Trottel. Benno. Den Trottel ist halt auch nicht schlecht. Fang den Trottel. Hier ist was bei mir. Das ist so klasse. Oh, werf deine Brötchen höher. Was ist denn das? Kartoffel. Kartoffel. Ich glaube, das ist oben auf dem Dach irgendwas. Da ja, oben bin ich schon. Oben bist du? Hier ist. Da, hier schlägt der Alarm wie sonst was. Oben. Ich glaube, oben. Guckt ja auch immer ein bisschen in die Richtung. Ach, es guckt dann auch in die Richtung? Ja, so grob. Oh, jetzt ist weg. Ah, sicher, dieser Uni, der sich wieder irgendwo in die Lampe gehängt hat. Ich mach nochmal ein Hühnchen, ich kontrolliere das nochmal. Wir machen hier Bewegungspflicht. Alle 2 Minuten muss man sich bewegen. Ich hab mich gerade sogar bewegt. Ja, ja. Der bewegliche Uni. Ja, der ist ganz beweglich. Muss man kann sich auch in ein Scheißhaus verwandeln, super. Hier ist er immer noch. Man kann sich in Riesenhäuser verwandeln. Ja, irgend... Oben, oben. Aua. Nee, das war... Gott, ja, das ist ja echt riesig. Nirr. Der Uni, der spielt das halt auch total feige. Denn ich bewege mich hier sogar. Ach, nichts macht er. Doch, ich bin dreimal hin und her gelaufen gerade. Na, wo warst du? Ich?
Direkt das? Hinter den Heuballen da unten, wo ihr die ganze Zeit vorgestanden habt mit drei Leuten. Boah, hinter den Heuballen. Der Hippo hat sich so feige nicht bewegt hier. Das ist es. Das habt ist ihr eigentlich es. Gar nicht die Dinger gesehen, die ich euch die ganze Zeit vor die Nase gepackt doch, hab? Doch, da habe ich ja auch alles drauf geschossen. Gut. So, oh, Fiskerstedt. Fiskerstedt ist schön. Klickt mal drauf. Nee. Nö. Aus Prinzip das nicht. Ist nämlich eine relativ offene Karte. Okay, jetzt bin ich wieder Hexe, aber ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann... Ach was. Machen wir hier weiter. Bis dahin, macht's gut und tschö. Tschüss. Tschüss. Ciao.